Ja, Freunde, herzlich willkommen beim neuen Part Let's Get a Platinum Assassin's Creed Syndicate. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das ist, wir können uns, glaube ich, aussuchen, was wir machen. Ne? Hier gibt es nämlich einen Tee. Hier gibt's, ich kann dann, glaube ich, auch zu Ivy, Eevee wechseln. Ich glaube, ich werde bis zum letzten Part nicht genau wissen, wie man das ausspricht, weil ich es mal wieder vergesse. Gut, wir machen aber eins nach dem anderen, so wie der Bauer die Klöße ist, und machen hier erstmal bei dem Tee. Fangen wir an. Erstmal wieder reinkommen, die ganze Tumultschaft hier in London. Nein, ich war's nicht, unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady? Ich bin Robert Topping. Der beste Buchmacher Londons, zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Das war doch dieser Zauberer, oder? Wieso nicht? Ein echtes Talent. Prügeln wir uns halt mal ein bisschen, ne? Kennt man ja. Bam. 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 Jo. Der Fisch, hier kommt auch noch was auf die Nuss. Bam. Next, please. Gehen Sie schon? Ich kann das Publikum gar nicht Geld verdienen. Das ist gut zu wissen. Bringt mir sonst noch irgendwas? Oder ist es einfach nur zur Show da? Gut, da komme ich in der Story nicht voran. Deswegen gehe ich wieder mal in die Öffentlichkeit hier. Such mir was Neues. Irgendwas, wo ich in der Story mit vorankomme. Hier unten. Was ist das hier? N? Sympathiewert, ich verstehe. Was ist das hier? Reuiges Schatzkammer. Okay, geh ich mal hin. Mal gucken, was mich da erwartet. Was ich noch sagen wollte, und zwar, Freunde, ist mir jetzt mein PlayStation Plus abgelaufen. Das bedeutet, ich werde mich jetzt wieder hauptsächlich wieder mehr auf meine Hauptprojekte hier konzentrieren. Sprich, Assassin's Creed Syndicate und vielleicht jetzt auch bald mal in Zukunft was Neues. Was ich hier noch verpackt liegen, OVP quasi liegen habe. Original verpackt. Das werde ich dann vielleicht auch dann mal die Tage jetzt starten. Und ich hoffe, ihr seid natürlich dabei, wenn das neue Projekt losgeht. So neu ist es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich freue mich da wie Bolle drauf. Runter mit dir, komm, Rudi. Wie komme ich da hin? Das schwankt alles irgendwie so übersensitiv. Also so irgendwie so... Es ist irgendwie komisch. Die Steuerung fühlt sich gerade irgendwie komisch an. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach voll raus bin. Aus dem Spiel. Das kann natürlich auch sein.
Komme ich denn da hin? Muss ich etwa runter? So, jetzt sind wir da. Mal gucken, was das bringt hier. Muss ich hier durch? Wahrscheinlich, oder? Schwupp, schwupp, schwupp. Okay. Oh. Das ist... Mein Gott, das ist die Schatzkammer von Michel Rouge. Nein, Michel Rouge Schatzkammer. Unfassbar. Du hast keine Ahnung, wer das ist, oder? Nicht die geringste. Der ist so gut, der Boy. Vater hatte ein Buch von ihm. Angeblich fand er einen riesigen Schatz in der Nähe von Bath und wurde dann verrückt. Er versteckte ihn unter London und seine Schatzkammer konnte nur mit speziellen Spieluhren geöffnet werden. Spezielle Spieluhren? Was ist daran verrückt? Geister wie der Blitzschlag so weiß... Was? Geister wie der Blitzschlag so weiß führen mich bei meinen Schritten, es beben die Sterne und der Mond in der Ferne, wann immer sie mich erblicken. Wenn es mich hungert, mit Humphrey speise ich nicht, und wenn die Nacht einbricht, finde bei Paul ich Ruhe, und doch tue ich kein Auge zu, bin trotz allem niemals verängstigt. Und wenn ich singe, werdet ihr mich füttern und Tränke und kleiden, denn holde Mädke und Maiden fürchten euch nicht. Vom armen Tom habt ihr nichts zu erledigen. Das heißt, ah, guck mal, da liegt was. Das ist so eine Schatz, so eine Schatulle, ne? Da auch. Ah. Mhm. Eins habe ich schon gefunden, oder was ist das hier? Scheint so. Okay. Einstecken. Was bringt mir das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich tue es einfach mal machen. Was soll schon schief laufen? Da kam jetzt Dampf raus. Gibt es bestimmt sowas überaus krankes, krasses drin wahrscheinlich. So eine Hyperwaffe oder so. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Freunde. So, schwupp, schwupp, schwupp. Die Kurve. So, dann gucken wir mal. Was heißt das hier? Kampfclub. Und das hier? Rennen von A nach B. So, so. Ah, ich würde hier unten irgendwo gern hindümpeln. Aussichtspunkt Schnellreise. Mach ich mal. Mach ich mal hier eine Schnellreise hin. Und dann markiere ich mir mal den Wegpunkt zu einer neuen Mission, die wir dann mal angehen, würde ich sagen. Das ist der Plan. Seid ihr dabei? Top, die Fette grillt. Dann machen wir das jetzt mal so. Was gibt's sonst noch so jetzt zu erzählen, Freunde? Ja, in meinem Leben geht's gerade richtig zur Sache, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe jetzt eine Ausbildung, mein Studium endet jetzt auch fast und ich habe gerade zum richtigen Moment habe ich eine Ausbildung bekommen, beziehungsweise einen Beruf, den ich dann nacheifern kann. Das heißt, ich bin gespannt, wie für Schmitzkatz, ne? Es ist, also bei mir im Leben geht's gerade positiv zur Sache. Ich hoffe bei euch natürlich auch.
Dann springen wir mal runter. Aber bevor wir da ankommen, markieren wir uns nochmal einen Wegpunkt. Setzen wir nochmal einen Wegpunkt und zwar einen Löffel Sirup. Weil ich mir gedacht habe, sind wir in die falsche Richtung abgesprungen. Wir müssen einmal nochmal komplett rumlaufen. Man kennt's. Und okay, der macht seine Verteidigung. Dann kann ich aber verdenken durchbrechen. Und schwapp. Ja, ich muss rekrutieren. Ob wir noch ein paar finden. Wo rennen die hin? Wo haben die so eilig? Ich hätte natürlich so eine Kutsche nehmen können, ne? Lassen. Ich bin nicht aus auf Stress, Freunde. Was haben wir hier? Ja klar. Unnormal. Zack. Ware sabotieren. Wollen wir das mal? Das können wir eben auch schon machen. Nicht viel weg hier. Was bringt das jetzt? Dass ich das jetzt sabotiert habe? Unklar. Ich weiß es nicht. Was? Gegenstand holen. Was habe ich? Was? Was hat es jetzt eben gebracht genau? Das Sabotieren? Unklar. Spiel. Ab der Fisch. Machen wir die Mission mal. Ich bin noch viel zu verwirrt, was das hier manchmal angeht. Sirup, gleich hier! Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Zieh Leine. Wenn Sie mich entschuldigen, Madame. Okay. Den muss ich rammen, den Boy. Was willst du denn von mir? Ich bin von ihm. Ja, komm hoch mit dir, Brudi. Schwupp. Da sitzt einfach mal ein Typ. Da sitzt einfach mal ein Typ drin. Komm. Uff. So. Ab der Fisch. Schnell. Mit was ramm ich? Kreis? Okay. Hier teile ich eine Lektion. Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt.
Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Den Lieferanten aufspüren, okay. Das sollte ich eigentlich auch in die Reihe kriegen. Auf die Reihe kriegen, nicht in die Reihe. Ach, ich bin manchmal auch geistig so verwirrt, Freunde. Das ist fast schlimm bei mir. So. Aber das sind jetzt auch nicht irgendwie so schwere Missionen, wo ich mir denke, muss ich richtig anstrengen. Das ist irgendwie... Okay. Will ich mal gucken, wie ging nochmal das Adlerauge hier? Da. Dann finden wir mal heraus, wo dieser Sirup gemacht wird. Fuck. Okay. Coppers must be after him. Fahren. Ab der Fisch. Antreiben. Sich aufholen, ne? Verlassen. Ich rate dir. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Scheiße. Der Verantwortliche für die Sirupverteilung hat einen. Wie kann ich den nochmal, Freunde? Das würde ich gerne nochmal machen. Wie mache ich das nochmal? Die Verteilung hat einen Kampfclub bei der Gießerei. Runter, Freund. Oh, ernsthaft. Was sind das für alles in Boden hier? Schade, das hat nicht funktioniert. Das muss ich dann irgendwann später nochmal wiederholen. Für die 100%. Wie mache ich denn das? Da muss ich mir, glaube ich, auch mehr Zeit zulassen. Komme ich nicht hoch, ernsthaft? Muss ich jetzt wieder so runterdümpeln, oder was? Also runterspringen. Ich dachte, ich könnte mich da irgendwie hochziehen mit dem Enterhaken oder so. Nein, natürlich nicht. Das bleibt uns natürlich nicht verwehrt. Nur wie hole ich dann die Dings? Wie hole ich denn dann den, komm, sag schon, den Plan dann versteckt? Da muss ich wahrscheinlich dann mehr Zeit zulassen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Wow. Das habe ich gar nicht gesehen. Den Verteilungsbus aufspüren. Ah, wo ist der gute Mann? Komm schon, zeig dich. Gefangen nehmen. Drücken Sie Kreis, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Bewegen Sie sich in Nähe, um Gegnern langsam mit... Bewegen Sie sich schnell, um... Okay, leicht zu entdecken. Das ist schon wieder so was, gefangen nehmen oder was?
denn hin, Freunde? Bin ich da von oben irgendwie dran? Weiß nicht, gibt's hier irgendwie ein Loch oder so? Unklar. Muss ich mal gucken. Erstmal mich ein bisschen umschauen. Okay, ich glaube, das war eigentlich gar nicht mal unentdeckt bleiben. Okay. Zieh ich mir das auch mal ab. Da ist ein Fuzzi. Der ist da oben, ne? Hey, lasst mich doch mal durch. Will ich jetzt am liebsten mitnehmen? Tragen. Ja komm, trag den. Dude. Da kommt er nicht an. Oh, schnell. Oh. Freundchen, mach doch mal hin. Den werfe ich jetzt mal hier hin. Oh, wie schön ich das hier mache, Freunde. Seht ihr das? Das jetzt nicht hier kommt. Ich auf den Attentat machen. Oh, fuck, das war verkehrt. Oh, also, okay. Ich wusste, da stimmt irgendwas nicht. Schade. Gut, dann war das jetzt ein Fail-Part eigentlich von mir. Fail-Part, fangen aber mit einem guten Part, weil ich jetzt weiß ja, ich habe jetzt verstanden, wie ich es machen muss. Deswegen machen wir das jetzt im nächsten Part ein bisschen so. Von daher sehen wir uns dann im nächsten Part, wie es heißt. Let's get a Platin, Assassin's Creed Syndicate. Euer Nieren hier ist out. Lasst den drin Schritt. Yes, sir.